Christian. Christian, sag mal hallo. Da ist Valentin. Und die wundervolle Ulrike. Und ich glaub, Ulrike! Team Bessere! Oh, Team Bessere! Oh, Team Bessere. Oh, und dann die beiden. Und das oh, Ulrike. Team Bessere! Und jetzt zu mir, weil auch mich ganz viele von euch fragen, wie ich mit der Situation umgehe, wie Michael mit der Situation umgeht. Wir bleiben zu Hause. Wir gehen einkaufen, maximal. Alle 4-5 Tage kaufen immer frisch ein für die nächsten 4-5 Tage. Wir horten nicht. Wir tätigen keine Hamsterkäufe. Wir halten uns in der Wohnung auf. Ich gehe jeden Tag zum Training. Das ist mein Job zurzeit. Ich bin bei Let's Dance und hoffe, ich darf da auch noch lange, lange bleiben, denn es ist trotz der Anstrengungen wirklich toll. Und es ist für alle Beteiligten ganz, ganz schwierig, in Situationen wie diesen eine Sendung umzusetzen, die Spaß und Freude ausstrahlt. Aber Tanzen macht Spaß. Und ich denke, wenn jeder von uns sich an die Regeln hält, die nun mal nicht ganz einfach sind, weil keiner sich einschränken lassen möchte, keiner möchte zu Hause sich einsperren lassen. Aber ich glaube, wenn jeder damit anfängt, sich an die Regeln zu halten, dann haben wir das auch ganz, ganz, ganz schnell geschafft. Und auch wenn es vielleicht uns jungen Menschen in der Art nicht betrifft, weil wir vielleicht mit diesem Virus nicht zu kämpfen haben, gibt es doch die alten Menschen, die älteren Menschen. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Ich wünsche euch von ganzem Herzen alles Gute und dass wir uns ganz, ganz, ganz bald hier wiedersehen ohne diesen Virus, dass wir es geschafft haben und wieder nach vorne blicken können und das Jahr genießen können, weil vielleicht wird das Jahr 2020 noch ganz toll und dass wir das ganz schnell weg haben, denn wie es jetzt zurzeit ist auf der Welt, das ist unfassbar und so kann es nicht weitergehen.